Okay, nächster Schritt HTML und Styling. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen mit HTML auskennt, kann das natürlich auch in LeaScript benutzen. Und das Ganze natürlich von Vorteil, vor allem wenn es Elemente gibt, die in Markdown oder LeaScript nicht vorhanden sind. Hier zum Beispiel die Definitionslisten. Die gibt es standardmäßig nicht in Markdown, aber man kann die jetzt auch einfach dazu den HTML-Code übernehmen. Einfügen ist natürlich nicht ganz so schön, wie wenn man das im normalen Textformat hat, aber ist theoretisch möglich. Also ihr könnt auch Tabellen definieren und umschreiben, indem ihr Zellen verbindet etc. Hier funktioniert es dann auch, dass die Elemente dieser Text, die werden zuerst geprüft, ob das tatsächlich ja, Markdown-Elemente sind, sodass ich hier auch Formeln oder Videos wieder mit dieser anderen Notation unterbringen kann oder was auch immer. Oder tatsächlich hier auch noch Styling benutzen kann. Das Ganze geht natürlich auch für Markdown. Das heißt, ihr könnt sogar zusätzliche Überschriften hinzufügen. Muss das Ganze mal wieder schließen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine H1-Überschrift hier von dieser jeweiligen Größe in diesem Stil oder Standard und das Ganze kursiv. Also ja, so nur als Beispiel. Ihr könnt natürlich aber auch, was hier der Vorteil ist, Style Color Red, das heißt, da bietet euch HTML viele Möglichkeiten an, eure Elemente im Nachhinein noch zu verändern. Aber das Ganze könnt ihr auch in Markdown machen. Und es gibt da eine Blocknotation und eine ja, Elementnotation, möchte ich dazu sagen. Zum Beispiel, dies ist ein Text, der hervorgehoben werden soll. Ausrufezeichen. Das wäre schön, wenn man, was in Markdown zum Beispiel nicht geht, aber den ganzen Text jetzt in Rot oder sowas hätte. Das heißt, einfache Möglichkeit. Ihr nutzt wieder diese HTML-Kommentarfunktion. Ich füge jetzt hier wieder das gleiche, wie es oben ist. Style ist gleich Hochkomma. Color Red. Wir können auch mal Green machen. Ein. Und wenn ich das speichere, haben wir hier den grünen Text. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Markdown-Blöcke habt und einen Kommentar davor setzt, und das, was drin ist, tatsächlich so aussieht, wie solche Attribute in HTML, dann wird das für diesen gesamten Block übernommen. Anders kann ich das natürlich auch, also am Anfang ist es immer für den Block, für die Tabelle, das können Größenangaben sein, das kann für die gesamte Liste sein, möchte ich das aber nur für ein Element machen, für ein Bild, das habt ihr gesehen, man kann es an ein Bild dranhängen, man kann das Ganze aber auch zum Beispiel nur an ein Wort anhängen. Das heißt, das jetzt ist hier, was durch Leerzeichen abgetrennt ist, wird nur dieses Element. Das wird jetzt nicht dick oder sowas oder nicht rund, sondern es wird durch, je nachdem, was ihr dahinter auch setzt oder sowas, man könnte auch eine ID dem ganzen Ding geben, erweitert. Der Vorteil ist, wenn ihr das mit auf GitHub euch anschaut oder mit einem anderen Markdown, Editor oder Parser, dann wird das eigentlich, dann stört das nicht diesen Lesefluss. Also das Dokument wird immer noch schön gerendert. Es wird natürlich leider dann nicht grün hervorgehoben. Aber LeaScript hat diese Möglichkeit, dass ihr zusätzlich alle Elemente, die ihr habt, dann noch annotiert. Also das heißt, ihr könnt sogar noch CSS-Animationen oder was auch immer hinzufügen.